Servus Leute, ich bin's der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Heute sind wir angekommen bei einer kleinen Premiere auf meinem Kanal, Battleship Wager. Und gegen wen macht man sowas? Natürlich gegen Steini, stell dich vor. Ja, gegen den Mann mit dem besten Router EU West hier. Ja, herzlich willkommen, meine Jungs. Battleship Wager dann auch mal hier auf dem Kanal. Ja, ja, ich komme mich ja leider nicht, ich muss mich ja noch rächen gegen dich, ne? Die Rache ist ja, noch nicht stimmt. Vollzogen, da immer. Ja, ich durfte bei Steini mal vor gut einem Monat so einen Raoul Prime abstoßen. Mit einem Pick. Ja. Und jetzt haben wir auch gerade eben eine Folge bei Steini aufgenommen. Die dürft ihr nicht verpassen. Sind sehr viele Tore gefallen. Auch ein paar ja, lustige Begebenheiten. Link ist oben in der Videobeschreibung. Schaut vorbei. Und wie viele Likes wollen wir heute schaffen, Steini? Was geht heute? Was ist dein Rekord? Boah, also Rekord war, glaube ich, gegen Broski 11.000. 11.000? Ja. 11.000 ist schon kritisch. Aber die Keller ist eigentlich stärker als die Bro Army. Wer was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Na komm, wir sehen mal. 7.000 ist eine geile Zahl eigentlich. Ja, machen wir 7.000. Komm, das ist ja knackig. Und dann fangen wir 7.000. An mit den ersten ja, Spielern, oder? Ja, geht ja um Son hier, ne? Heumin Son, schau dir mal seinen Blick an. Ich sehe nur, was der kostet. Der Rest ist mir scheißegal. Der kann gucken, wie er will. Wenn der discarded wird, dann heul ich. Ja, er bleibt stehen, alles andere kommt auf die Bank, ne? Genau, let's go. Spaß! Ja! Sie sind geistig behindert. Okay, dann gehen wir in die erste Runde rein. Du darfst meinen linken Flügel gleich mal snipen. Links die 4. Oh, okay. Rechts die 11. Rechts die 11? Ja. Ist in Ordnung. Geht besser los als vorhin. Also nicht schwer. ja, besser als vorhin ist nicht schwer, das stimmt. Dann machen wir bei dir weiter, oder? Mhm. Du machst auch die Flügelposition. Ja. Dann fangen wir links an mit der 3. Ja. Und rechts nehmen wir die 12. Ja. Zumindest ist es auch Fullcam, der Boy. Bitter. Das könnte bitter werden. Bitter echt? Sweet Lemon. Ah, was hast du? 13 M's? 13 M's habe ich. Wir machen weiter. Mit welchem magst du anfangen? Links die 12. Alles klar, gut. Mitte die 1. Hm? Rechts die 2. Rechts die 2. Ah, okay. Ich bin relativ zufrieden. Dann mache ich bei dir linkes ZM die 2. Hm. 7 kommt in die Mitte. Und what? die 7 kommt in die Mitte. Bah, erstmal übergeben. Ja. Und die 11 nach rechts außen da. Ach, die Chancen sind noch da, dass ich welche kriege, auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Bei mir auch. Ah, linker Verteidiger, die 8. Die 8 Linksverteidiger? Ja, also du gibst mir Chemie, das ist auf jeden Fall, aber ja, okay. Linker Innenverteidiger, die 5. Da sind wir dabei, alles klar. Rechter Innenverteidiger, die 10. Ja, okay, das ist gut. Das ist Rechtsverteidiger, richtig. Die 9. Okay. Linker Innenverteidiger hauen wir die 1 hin und rechter Innenverteidiger die 4. Ja, semi-geil. Genau, Linksverteidiger die 10 und Rechtsverteidiger die 9. Hast du einen Gamechanger? Hallo? Fuck. Was machst du hier? Ja. Die 8 war rechts, ne? Oder die 9? Da kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, ich sag die 9, komm. Mach mal die 9. Ich wusste, das ist ehrlich nicht mehr. Ja, nee, ich weiß es auch nicht mehr. Mach mal 9 direkt. Ich wusste das echt nicht mehr, deswegen. Kurzzeitgedächtnis ist bei mir auch vom allerbesten. Ja, nee, ich war so euphorisiert gerade. Na klar. Ja, gut, Torwart. Ist der Torwart schon drin? Ja, ist er schon drin, ja. Ja, dann pack die 3 ins Tor. Die musste nicht sein, wirklich. Also, nein. Ist dein Torwart schon drin? Mhm. Ist er schon? Okay. Geh davon aus, dass irgendwie noch kein Gamechanger, glaube ich. I doubt it! Ich nehme ins Tor die Nummer 5. Komm. Fuck, Alter. Ja, nicht mit dabei. Sterling, POTM und Akanji. Footmas. Ah, okay. Ja, die sind beide richtig gut. Bei mir nicht dabei sind De Vrier und Fabinho. Eigentlich auch sehr wichtig gewesen. Jetzt haben wir beide zwei Bronze-Spieler. Und wie viele Gamechanger hast du gerade aktuell? 3 Stück. Was? Da hast du mich aber kurz über die Ohren gehauen. Du hättest mir komplette Verteidigung hinstellen können. Alter. Oh Mann, ich habe 2. Okay. Dann stellen wir um. Und dann gucken ich muss gucken, wie ich das mache. Ich auch. Ich bin mir nicht sicher gerade. Also Torwart muss ich rotieren. Das ist klar.
Das muss ich eigentlich auf jeden Fall machen. Das mache ich eins. Ich kann doch nicht mit dem da hinten rumhüpfen, ey. Ich muss das so probieren. Geht nicht anders. Ich habe dreimal gewechselt. Ja, ich muss so probieren. Du wirst bei mir eine Seite in der Verteidigung sehen. Ich glaube, über die wirst du gerne kommen wollen. Und das hier ist halt Brock. Brock seine Oma hier, ey. Ai, ai, ai. Mein Team steht. Du bist bereit? Bin bereit, ja. Wir gehen rüber in die Teams. Und wie sieht das Ganze bei Stanje aus? Alles klar. Also wir haben beide in der Verteidigung so ein bisschen Probleme gehabt, gell? Ja, aber Sturm ist krass bei dir. Ja, Sturm sieht echt gut aus. Ich kann froh sein, ein bisschen froh sein, dass die beide auf der falschen Seite rumhüpfen. Aber dahinter Periode, das ist jetzt auch nicht so verkehrt, ey. Mach mir noch mehr Mut hier. Hallo, ich hab im Spiel davor ein paar Tore kassiert hier. Muss man jetzt alles nachholen. Ah ja, sieht schon mal gut aus. Ja. Jawohl, erstmal ein Ungewichser, Alter. Der Zakaria, er tritt erstmal die Leute um. Ich bin gespannt, wie sich Son spielen lässt, weil der kostet schon ein paar knackige Münzen. Ja, bisschen, ne? Eine. Nein, der liegt schon wieder auf dem Boden! Hat er gehalten? Ja. Jetzt kommt der erste Eckball und. Alter Mann, danke schön. Ich weiß gar nicht, wer da geschossen hat. Silva, ey, der kann auch mal ein bisschen besser kommen von dem Boy. Spielst du mal so lange Bälle die gut an? Kommen. Nein, Alter! Leg ihn doch vernünftig ab da! Wer war das, ey? Ach Mann, ey, die Flanken kommen aber auch dann kacke. Hä? Ich hab doch was verstanden. Was? Wieso macht der denn nicht? Geh doch hin, geh hin, Digga. Ey, meine Verteidigung ist so blank. Oi, oi, oi. Nein, Steini. Nein. Nein! Mann, ey, das gibt's doch gar nicht mehr! Was ist los? Der doch falscher Weakfoot! Alter, den habe ich halt dreimal drin gesehen, gell? Muss ich sagen. Trauen sich nicht dagegen, deinen Keeper ein Tor zu machen, weil die denken, die kriegen einen auf die Fresse da wahrscheinlich. Silva, Digga, du stehst. Ey, was hab ich für ein Glück gerade? Es gibt's nicht. Das gibt's doch nicht! Und gleich fang ich wieder ein! Und dann spielt sich in Rausch. So muss es aber zusammenreißen hier. Steini spielt uns gerade gegen die Wand. Oh, wow. Ja, Mann! Ich sag's noch! Ich sag's noch! Das ist dieses typische FIFA-Spiel gerade. Mann, Alter. Und dann kommt der Mann mit Son. Ja, Son, Alter. Wer sonst, ey. Da macht er das Ding. Bei dir hat er halt auch schon zwei Tore machen müssen, eigentlich fast. Jetzt ist nämlich wieder der Wurm drin. Du kassierst ein, so Schalke-Syndrom virtuell. Guck mal, auf einmal kannst du so easy durchlaufen. Ich weiß. Das wollte ich nicht. Was war das? Wer war das? Son wieder. Ich hätte nie gedacht, dass der. Boah. Das ist auch voll der verplante Freistoß, ehrlich gesagt. Dann habe ich einfach mal draufgezogen, und dann, ja. Nicht normal, Alter, ey. Chancen für zwei Spiele habe ich. Und immer noch keins. Reift. Ich glaube, Daniel Alves hätte den nicht gehalten. Da gibt es irgendeine Theorie. Nein. Ja. Ach, wer war das? Digga, wem willst du das erzählen? Son, 99 Pace hat der. 99 mit Hunter. Kommt nicht aus dem Quark. Och, ey, Digga, ich kann gerade machen, was ich will hier, ne? Alter, es tut mir gerade echt leid, Mann. Immer wenn man diesen Trick macht und du läufst nur gegen den Spieler, er pfeift immer einen Elfmeter, aber es ist so... Nee, ich mach ja auch nichts. Ich gehe ja zurück schon. Eigentlich gar nicht zu erklären, sowas. Das ist ganz komisch. Ja. Mann, Alter. Uiuiui, wir gehen in die Halbzeit. Merkwürdiges Spiel. Ich will mal in die Statistik sehen. Ich bin mir sicher, dass du... Ja, 9 Schüsse, 4 aufs Tor und es hätten theoretisch 4 Tore sein können. Wir gehen rüber in die zweite Halbzeit. Ich könnte dir einen Elfmeter geben und du... Nö, wäre scheißegal. Ich würde dir nur antippen, der wird irgendwo bei PS im Stadion landen, glaube ich. Ja, so wie Ramos damals gegen Bayern. Wie schießen die? Das ist echt krass. Es ist halt eigentlich wie so ein Weekend-League-Spiel, wo man 30 Torschüsse hat, aber man verliert trotzdem gegen die. Ja, ist halt so, ey. Hier geht wieder keiner hin. Schöner Schuss. Grün getroffen. Wenn der jetzt noch reingegangen wäre, ich glaube, dann hätte ich mich zu Ramsey setzen können. Komm jetzt, der Gladbacher macht was. Digga, wie schießen die? Der Full Kim! Also dein Son ist echt... Ja, fall hin! Weil anderes hast du nicht verdient! Was ist das für ein Spiel?
Was passiert hier die ganze Fürchterlich, Zeit? Das ist absolut Krebs. Ja, aber das ist Endstadium gerade. Ja, das ist komplett Endstadium. Hab ich einen sauberen Ball gespielt in den letzten 10 Minuten? Boah, ist doch... Guck dir das mal an, das ist grausam! Das ist absolut grausam! Ich hätte mir schon wieder denken können, was das für ein Spiel wird da nach den ersten 20 Minuten, ey. Oh, oh, oh. Übrigens hat mein Son alle 3 Tore gemacht, fällt mir gerade auf, gell? Ich hab wahrscheinlich den anderen gehabt, den White-Son habe ich gehabt. Und schau dich mal die Statistik an. Stani hat doppelt so viele Schüsse. Jawohl. Waren ja nicht alle krass, die Schüsse, ne? Das muss man auch sagen. Aber 1-2 ja. Törsken, Du hast die 4-3-2-1, gell? Boah, was soll ich hier machen? Das ist immer schwierig, man, bei 3 Picks, Alter. Weißt du gar nicht, was ich nehme oder was? Ich weiß nicht. Jetzt würde ich so gerne in deinen Kopf reingehen und schauen, was du machst. Ich lasse den einfach im Sturm stehen. Okay, mach mal so. Ach ja, mach. Also ich hab, irgendwie will ich auch deinen Son nicht treffen, wirklich, ohne Scheiß. Aber gut. Ich wähle mir jetzt 3 Spieler aus. Ich nehme beide Außenverteidiger. Und den linken Stürmer. Steini. Aber ich habe nicht Son getroffen, oder? Bitte. Hä? Sag nicht, nein, dass nein. Ich... Nicht? Okay, gut. Nein, nein. Nee, sag, was habe ich getroffen? Ach, der war auch bodenlos scheiße. Tschüss. Alle teuren. Son weg, Lukas weg, alle weg. Ich habe noch ein paar andere discarded hier von Untrade-Spielern, die ich nicht wiederkriege, weil die einfach abgrundtief scheiße waren. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Mann, Alter, ey. So eine Pisse, ey. Irgendwas kaputt machen, Alter. Irgendwas muss ich im Arsch machen hier, ey. Meine Fresse. Du hast absolut stark gespielt. Auf jeden Fall GG geht raus. Aber dieses verkackte Dreckspiel, du. Oh. Was soll man dazu sagen, Mann? Mein Son kann einfach nichts. Er hat einfach keine Beine. Scheiße. Er hat keine Beine. Steht am 11-Meter-Punkt. Ach komm, den zieh ich mal vorbei. Auf dezent. So hast du den mal. Ich wollte den erst wirklich im Sturm stehen lassen. Hätte ich das mal gemacht. Ey. Ja, da ist Karma. Das ist Karma. Ich bin nur freundlich in meiner Folge und dann kriege ich das hier direkt wieder. Jungs, ihr müsst euch die Folge bei Steini anschauen. Und ja, ich habe nicht viel mehr zu sagen. Zwar, ja, ich weiß nicht. Mann. Ich halte dir die Klappe und ich würde sagen, lass gerne einen Däumchen nach oben da. Und ja, überlasse ich dir die letzten Worte, Steini. Ja, Hype. Ich freue mich aufs Tots, wenn wir mal wieder 8000 Euro ins Spiel reinballern hier. Ich wünsche euch mal, Freunde, lasst dem Juri einen Daumen nach oben da. Wer den Kerl noch nicht abonniert hat, macht das. Und ja, in diesem Sinne, jetzt Eis essen mit dem Zorn. Ach, der ist gar nicht mehr da.